So, da hinten sind da wieder ein Haufen Gegner. So, Freunde. Wir haben da ja einen Captain umgenietet. Warte mal. Ich habe hier irgendwas vergessen. Aber hatten wir das nicht vorhin gedrückt gehabt? Wie oft muss ich denn das noch drücken? Oder bin ich einfach vorbeigelaufen? Muss ja. Ja, hab ich doch vorhin gedrückt, oder nicht? Da kam doch diese olle Droiderin. Genau, der. Deaktiviere. Ein bisschen buggy kann das sein. Oder muss der hierher? Oh, alles klar. Den müsste also an diese Terminal ranziehen. Bei den anderen hat es ja irgendwie funktioniert, ja. Also von daher. Ne, warte mal, hier ist noch so ein Ding. Nee, das war was anderes. Eindämmungsprotokolle Zesch. Was betritt die Zelle? Mein Gott, ich muss da genau hingucken, weil ich sehe das nicht. Ich bin blind. Ja, moin, Freunde. Wir wollten hier mal gucken. Alter, leck mich doch am Arsch. So, haben wir noch einen hier? Oder haben wir den hier? Ja, los jetzt her! Boah, die sind wehleid hier. Was ist denn das hier überhaupt? Keine Ahnung, was das war. Sehr gut. Das wart ihr mit der Bonus oder was? Nur das Vieh töten? Keine Information oder sonst irgendwas, was man sich hier nochmal angucken kann. Was haben wir denn alles gekriegt? Irgendwas mit bei? Ja, ein paar Dinger hier, aber ansonsten.
274 Zeugs hier, das ist alles Zeugs, was ich nicht brauche. Hier den Quatsch weg mal hier mal sammeln. Da werde ich mir mal vielleicht eine kleine Rüstung zusammenbauen. Und dann gucken wir mal, ob das hier besser oder schlechter wird. So, wir müssen hier hinten rennen. Hier oder da hinten rennen. Geh doch da hinten rein, hallo Lumpen, du. Moin. Die müssen uns doch vorhin gesehen haben, als wir hier reingelaufen sind. Oh nee, guck mal, die drehen um. Sind bestimmt nicht böse. Hey Chef, die sind zurück. Ja, wir warten erst mal ab. Was ist mit denen? Angriff! Na, na, wieso habe ich denn hier keinen... Achso, ich bin ja schon wieder zu weit weg hier. Irgendwas ist immer so eine schöne Methode. Ich sag nochmal, dieses Spiel mit dieser Mechanik hier und diesen Sachen, die du hier machen kannst, hier mit dem Würgen oder sonst was, es fühlt sich wie Star Wars an. Es tut mir leid. Ich fühle es. Das Einzige, was mich an dem Spiel stört, ist, dass halt, ja, dass er halt nicht mehr so viel ist. Aber wer neu anfängt, der hat eben noch so viel Content vor sich. Und ja, nimmt alles mit. Weil wenn man allen Content schon durch hat, ich sag mal, Story-Content, dann wird's irgendwann dieses ganze Egerein, dass er das nicht meint. Überhaupt nicht meint. Ständig nur Heldenmissionen, um Geld zu farmen. Aber man müsste eigentlich. Seht euch diesen Ort an. Was haben die Jedi hier gemacht? Erinnerungen ändern, Verstand löschen und andere unappetitliche Machtexperimente. Wirklich? Ich hatte nicht gedacht, dass die Jedi dazu fähig wären. Benötigen Sie medizinische Hilfe? So, wir können das erstmal ja alles über den Jordan kloppen. Leben Sie wohl. Was sollen wir hier überhaupt machen? Ah, oh ja, klar, dass wir hier trotzdem kämpfen müssen. Ach so, wir sind schon... Ja, ich gucke manchmal nur auf meine Skillleiste. Hey, jetzt haut das Ding alleine ja ab. Na, dann nehmen wir halt den hier. So, gut. Und die wussten jetzt, dass hier irgendwelche Rituale stattfinden, Gedächtnisse gelöscht werden. Woran erkennt man das hier? Ich weiß, dass sie das, mein Kotor wird das ja, glaube ich, wird da drauf einhängen. Oh, ich hab Bock auf KOTOR, aber ich will diese alte Version nicht spielen. Tut mir leid, wenn ich das sage. Ich meine, da sind halt noch so Abstürze gibt es dann noch auf den neuen System. Ich find's schade, dass so alte Spiele, ich sag mal, nicht so ein bisschen optimiert werden für, also der ein oder andere mag vielleicht sagen hier so, ja, Remake, Remastered, hast du nicht gesehen, die lassen sich nicht neu einfallen. Ja, kann ich irgendwo verstehen, aber gibt ja auch Leute, die schwören auf den alten Scheiß, sag ich mal. Der gibt so viele gute Sachen, wisst ihr, ich sag mal, so ein Need for Speed Underground 1 und 2 zum Beispiel, das waren wirklich gute Rennspiele. Ich möchte sagen, da gab es auch diesen Gummiband-Effekt nicht. Oder? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich möchte sagen, da warst du, wenn du einen schnelleren Wagen hast, warst du immer weit vorne. Und das hasse ich an Rennspielen, diesen Gummiband-Effekt.
Wenn ich gut bin, dann bin ich, wenn ich, wisse, wenn ich ein schnelles Auto habe und gut fahre, dann möchte ich auch den Vorsprung haben und nicht, dass, wenn ich nur eine Kleinigkeit versaue, schon das Spiel vorbei ist oder das Rennen vorbei ist und nicht mehr schaffen tue. Das ist Mist, das ist Rotze, das ist Scheiße, das ist Blödsinn. Ja, das sind alles so eine Sachen. Wo die Mieze jetzt hin? Genau, was er gehört hat. Ja, das finde ich doof, sowas. Und deswegen, ich habe auch noch so alte Sachen hier auf CDs, die da einfach nicht zum Laufen kriegst, weil die ganzen Installer nicht da sind, wisst ihr? Du hast ja früher auf CD, habt ja diesen Code. Was, meistens, ihr habt ihn, glaube ich, oder ihr habt ihn immer, ich weiß es ja nicht. Warum kann man anhand dieses Codes nicht Leuten sagen, gut, wir machen jetzt, sag ich mal, eine gängige Version, die funktioniert also mit einem neuen Installer. Und du kannst anhand dieses Codes erstmal so einen neuen Installer da irgendwie runterladen oder wisst ihr, oder du sagst, du hast es und die geben dir dann, du kannst dann das online runterziehen. Da. Schade eigentlich. So, gut. Ich weiß ja nicht, hatte ich jetzt schon mal ausprobiert hier gehabt, ob man das jetzt mit OBS aufnehmen kann. Also damals konnte ich Knights of the Old Republic nicht aufnehmen. Wieso ich ja nicht, ob das überhaupt noch jeder gucken würden wollen. Sehr gut. Woher wisst ihr so viel über die Geschichte der Jedi, Revix? Wie gesagt, ich würde meine Pflicht vernachlässigen, wenn ich mich nicht über diese wichtigen Einzelheiten auf dem Laufenden halten würde. Selbst ohne meine Forschungen hat dieser Ort viel Tod und Aufruhr erlebt. Der vor Jahrhunderten erlittene Schmerz klingt hier immer noch nach, wie ein Echo in der Nacht. Es überrascht mich, dass ihr das nicht auch spürt. Spürt ihr es nicht, Lord Krovos? Schluss jetzt. Wir müssen in Bewegung bleiben. Also ich finde diese Waffe ja nicht mehr so verkehrt. Oh, die ist weg. Krass. Sehr gut. Was habt ihr da hinten gemacht? So zwei Ehen be belöffelt, während ich hier gegen den Champion gespielt habe hier, oder was? Ja, war ja Elite, ne? Second Das ist Champion. der einzige Weg, der weiterführt. Wer auch immer diese Tür gebaut hat, er wollte nicht, dass hier jemand herumschnüffelt. Aber jemand ist trotzdem reingekommen. Vor kurzem erst, den Lichtschwertspuren nachzuschließen. Dann sollten wir nachsehen, was da drin ist. Ach nee, war ein Champion, ne? Ach komm, jetzt ganz durcheinander. Ich sehe, ich weiß schon ja nicht mehr, was hier los ist. Ah. Oh. Umdrehen. Versucht nicht zu fliehen. Oder was? Bringt ihr mich dann um? So wie meine Freunde?
Ich spüre die Wut, die sie ausstrahlt. Und seht, was sie ihren eigenen Leuten angetan hat. Gut gemacht, Jedi-Meisterin. Wirklich gut gemacht. Wie könnt ihr es wagen? Das war ich nicht! Ich habe sie so gefunden. Vermutlich konnte Darth Malgus für den Rest meines Teams keine Nachsicht erübrigen. Genau wie ihr. Woher wisst ihr, dass das Malgus Werk ist? Spielt keine Spielchen mit mir. Ihr seid Imperiale, ihr wisst, dass es Malgus war. Sagt mir, was er hier wollte und wo das Relikt ist. Ich weiß, dass er es genommen hat. Wir wissen nicht mehr als ihr, Jedi. Nicht! Versucht nicht, mich zu manipulieren. Ihr Sith übertrefft euch ständig selbst, wenn es um Täuschung geht. Ich habe so viele dunkle Dinge gesehen und bin trotzdem jedes Mal wieder schockiert. Wartet, irgendetwas stimmt nicht. Ignoriert das Gejammer der Jedi. Wir sollten sofort gehen. Ihr geht nirgendwo hin. Eine derart durchschaubare Finte hält mich nicht auf. Ich habe das Schlimmste gesehen, was das Imperium zu bieten hat, und habe zum Licht zurückgefunden. Sobald ihr aus dem Weg seid, werde ich Malgus selbst zur Strecke bringen. Wenn Lord Krovus sagt, wir müssen gehen, dann gehen wir. Ich lasse es darauf ankommen. Ihr seid am Ende. Dafür werde ich sorgen. Ich wette, damit habt ihr nicht gerechnet. Achso, geht ja nicht. Ah. Na, kommt er nur oder nicht? Ja. Was passiert hier gerade? Achso, ich bin ja eigentlich. Heiß genug für euch? Ich habe wahre Finsternis gesehen. Das hier ist nichts. Ich bin noch nicht am Ende. So. Okay. Sind wir alle wieder voll, Chloe? Das ist es. Nach allem, was ich überwunden habe. Es ist überaus befriedigend, Jedi zu töten. Ihr seid widerwärtig. Bringt es einfach zu Ende. Halt! Hier geht etwas vor! Ich habe von vielen Leuten erwartet, dass sie mir in diese Ruinen folgen. Ihr Lord Krovos wart nicht darunter. Was passiert hier? Wie macht ihr das? Alles, was ihr seht, ist euer eigenes Werk. Unser im Kampf geschmiedetes Band verbindet uns. Dadurch seht ihr dieses Echo meiner Gegenwart. Dieser Ort, die Gewalt und den Verrat, die er gesehen hat, stören die Macht. Alles Handeln in diesen Ruinen hinterlässt Spuren, vor allem wenn es aus Schmerz und Wut geboren wird. Wer genügend Macht hat, spürt das alles. Ihr mögt eure beiden Verbündeten während dieser törichten Expedition betrogen haben,
aber ich weiß, dass ihr meine Präsenz die ganze Zeit gespürt habt. Leugnet es nicht. Das hatte ich nicht vor. Ich will euch zum Imperium zurückbringen. Ihr seid eine Säule der Kraft für die Sith. Und wir brauchen euch, um die Republik ein für alle Mal zu besiegen. Mag sein, aber ihr solltet wissen, dass ich die letzte Fessel entfernt habe, die mich dem Willen der Kaiserin unterworfen hat. Ich habe getan, was viele Sith vorgeben, aber nie wirklich erreichen. Ich habe meine Ketten gesprengt. Ich werde nie wieder einen Meister haben. Mich wird nie wieder ein anderer beherrschen. Ich werde nie wieder zum Imperium zurückkehren. Ich glaube nicht, dass ihr eine Wahl habt. Die gesamte Galaxis wird euch jagen. Nutzt eure Chance mit uns. Haltet ihr es für einen Zufall, dass die Republik und das Imperium Agenten nach Dantooine geschickt haben? Denkt nach, Krovos. Benutzt euren strategischen Verstand. Ich wusste, dass ihr alle den Allianzkommandanten um Hilfe bitten würdet. Und ich wusste, dass er die Jagd auf mich eröffnen würde, selbst wenn er mir damit direkt in die Falle ginge. Es gefällt mir nicht, dass ihr dasselbe Schicksal erleidet wie diese Narren. Wärt ihr ihnen doch nur nicht hierher gefolgt. Ihr hättet bei dem, was nun geschieht, eine fähige Verbündete sein können. Krovos? Krovos, was geht hier vor? Los, los! Malgus hat uns eine Falle gestellt! Was? Woher wisst ihr? Geht, alle beide! War jetzt der Kampf gegen ihr? Merkwürdig. Manchmal kommt hier überhaupt kein Ton. Merkwürdig. Das ist genauso merkwürdig, aber ich denke mal, da wird wieder Musik sein. Ich würde ja fast weg behaupten, wir sind hier jetzt durch. So, was haben wir denn hier alles gekriegt? Was wir hier brauchen können. Hier ist noch 78er Zeugs. Pack das mal hin, mal sehen, ob man da irgendwie noch was brauchen kann. Kann man alles nicht brauchen hier. Gut, kehre zu Oz. Ne, Darth Vivix zurück. Okay. Was? Was stand da gerade? Okay. Wir sind ja hier durch. Dann mal raus. Naja, ich vermute, da war knapp anderthalb Stunden wieder. Obwohl, da war ja noch Vorgeplänkel. Aber wir sind ja auch noch nicht durch hier. Mal sehen, was jetzt noch kommt. So, kehre zu Darth Vivix zurück. Ja, Kaiserin. Offenbar haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Vergebt mir meine Theatralik. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich verstehe den Ernst der Vorfälle durchaus. Ja, mein Lord. Bedauerlicherweise hat Darth Krovos unseren Verdacht bestätigt. Malgus hat erfolgreich alle Mechanismen entfernt, mit denen wir seine Kooperation sichergestellt hatten. Sehr bedauerlich. Was sind unsere nächsten Schritte? Habt ihr den Folianten, den er aus der Bibliothek auf Ossus gestohlen hat? Wir haben ihn nicht gefunden, mein Lord. Und was noch schlimmer ist,
Anscheinend hat Malgus seiner Sammlung ein weiteres Relikt hinzugefügt. Falls der Sicherheitsbehälter auf Dantooine irgendeinen Rückschluss zulässt... Wie konnte das passieren? Ich vertraue darauf, dass ihr die Schwierigkeit des Weges vor euch begreift, Lord Rebix. Hoffentlich seid ihr der Aufgabe gewachsen. Dessen bin ich sicher, Kaiserin Asina. Ich werde bald neue Informationen bringen. Für das Imperium. Rebix? Oh, Verzeihung. Die Besprechung beginnt erst in einigen Minuten. Und ich dachte... Habt ihr ohne mich angefangen? Ich habe euch von Dantooine sprechen gehört. Meine aufrichtige Entschuldigung. Aber Kaiserin Asina war ungeduldig und wollte unbedingt einen Bericht. Worüber habt ihr gesprochen? Wie war das mit dem verschwundenen Folianten? Davon höre ich zum ersten Mal. Ja, nach dem Angriff des Imperiums auf die Jedi-Kolonie auf Ossus haben wir einen umfangreichen Katalog der Bücher in der alten Bibliothek erstellt. Als der Staub sich gelegt hatte, mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass einer der Folianten fehlte. Wenn ich zur Hand gehören soll, verlange ich Respekt von den anderen Mitgliedern. Ich will nicht, dass etwas derart Wichtiges vor mir verborgen wird. Nie wieder. Ist das klar? Ja, völlig. Ich werde künftig mein Bestes geben, um euch wichtige Informationen möglichst zeitnah zukommen zu lassen. Der Einsatz ist jetzt zu hoch. Es wäre nicht gerechtfertigt, euch im Dunkeln zu lassen. Was war das für ein Buch, das er gestohlen hat? Und habt ihr eine Ahnung, was er aus der Dantooine-Enklave mitgenommen hat? Ich weiß nicht genau, was Malgus auf Ossus an sich genommen hat. Dort herrschte so viel Chaos. Und die Bibliothek war bereits komplett verwüstet, als das Imperium eintraf. Und was in den Ruinen der Enklave aufbewahrt wurde, ist nichts als Spekulation. Was wird die Hand als nächstes unternehmen? Ich lasse Agenten die Relikte identifizieren, die Malgus mitgenommen hat. Sie sind unser einziger Schlüssel, um seine Pläne zu durchschauen. Außerdem empfehle ich, dass Darth Krovos Soldaten entsendet, um alle Ruinen der Sith und der Jedi zu untersuchen, die Malgus nächste Ziele sein könnten. Ich erwarte regelmäßige Berichte von jeder dieser Fronten. Die werdet ihr bekommen. Wir sind diesmal zwar mit leeren Händen zurückgekehrt, aber ihr werdet es als Erster erfahren, sobald ich Malgus nächsten Schritt ermittelt habe. Und die Hand des Imperiums wird bereit für ihn sein. Naja. Gut, alles klar. So, was haben wir denn jetzt hier gekriegt? Neu öffnen hier, ja. Lass mal gucken, was hier drin ist. Brauchen wir nicht. Irgendein Tisch. Oh, schön. Können wir mal draußen Party feiern. So, Freunde. Kann auch mal ein Logbuch gucken, aber... Jo, nö. Ist alles soweit... Alles soweit durch. Ja, Freunde der Sonne, das war's denn wohl, ne? 1,27 ging jetzt die Aufnahme. Ist nicht doll. War ein bisschen... Ja, kurz. Aber war ja nun ein Story-Flashpoint, ja. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sag mal... Ja. Muss mal gucken. Was da alles noch... kommt. Dieses Jahr ist ja, glaube ich... Ist dieses Jahr 10-jähriges Jahr? 2011 kam, genau. Dieses Jahr ist 10-jähriges und man, ich glaube, ich habe irgendwo was, irgendjemand hat geschrieben gehabt, dass dieses Jahr so ja auch noch was kommt, was Größeres. Gucken wir mal. Hoffen wir mal. Und ja, ich würde jetzt sagen,
mache ich an der Stelle Schluss und je nach jetzt denn dasselbe nochmal in grün, nur mit dem Jedi-Ritter und ein paar helle Seitepunkte natürlich. Und ja, bis dahin haltet die Ohren steif und tüdelü.